Hi Leute! Herzlich willkommen bei der Kellereulenbande. Nach langer Zeit sind wir jetzt endlich wieder zu dritt unterwegs. Wo wir genau sind, sagt euch das immer. Wir sind heute nämlich hier ganz offiziell unterwegs, haben den Schlüssel von dem Besitzer dieses Geländes. Und das heißt, wir können heute ganz frei und unbeschwert alles angucken, von oben bis unten. Und wenn mal eine Tür verschlossen ist, kommen wir trotzdem rein. Das heißt, wir können euch bestimmt jede Menge zeigen. Unter anderem haben wir ein Verwaltungsgebäude, eine alte Vorlesehalle, wie es geheißen hat, oder Appellhalle, wo zu Schichtbeginn jeder mal abgezählt wurde. Eine alte Düngefabrik im Hintergrund. Also, ja, über Tage werden wir heute wahrscheinlich einiges sehen, leider nicht unter Tage. Viel Spaß mit dem Video! Wir sind hier im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes und jetzt orientieren wir uns selbst mal ein bisschen hier an dieser wunderbaren alten Tafel. So, dann schauen wir mal hier eine Damentoilette zugesperrt. Aber wir haben einen Schlüssel. Okay. Ach. Geruch bitte beschreiben. Nasser Keller. Ungefähr nasser so. Keller, gell? Nasser Keller. So. Wir haben hier also Toiletten. Nichts Spektakuläres. Mal eine Qualitätscheck. Bin auf euren Fuß. Ja. Es hier können Duschkabinen gewesen sein. Ja. Und komischerweise, egal wo wir auftauchen, es liegt immer irgendwo ein toter Vogel. Tüten. Ist eine Abwäsche. Ja. Also, wie ein kleiner Junge, dich kann man nicht aus den Augen lassen. Die sind Kostüme. Denkst du das hier oder was du nicht? Ich würde sagen, das steht dir. Könnte passen. Hm? Finde ich, ja. Ey Jungs, ich will jetzt echt nicht stüppeln oder so, ne? Aber ich glaube, das und das würde euch beiden richtig gut stehen. Dat? Und das, ja. Das und das? Ja. Ein paar Sekunden später. Guten Tag, Kollege. Na, kann man zusammen auf den Kula. Wir kommen zusammen in Späti und dann geht's runter. Schön für die Formgebung. Hast du noch einmal Paradiesblume und bin bereit, geflückt zu werden? Ja, hallo. Ich bin ein Paradiesvogel und suche einen zweiten, um ein Nest zu bauen. Sind wir hier innerhalb der sogenannten Verlesehalle. Also so wie uns gesagt wurde, wurde dann hier aufgestellt und ja, einfach die Anwesenheit überprüft, so wie ich das verstanden habe. Also von der Umkleide geht es hier in den Duschraum, in der Sammeldusche. Ja, was soll man dazu sagen? Ein Haufen Duschen für einen Haufen Leute, die hier geschafft haben. Und hier auf dem Bild sieht man, hier ist noch ein Bild, hier sieht man halt wirklich, wie dann die Kleider und alles in dem Korb gehangen haben. Hier wurde uns erzählt, hier war anscheinend ein Kiosk gewesen für die Bergleute. Und hier war wohl voll verkleidet hinter dieser Toilettenrinne wohl eine Küchenzeile verbaut. Hier auch wieder Laufschienen und Haken für Kleider. Haken. Und hier hat es immer mal ein Fenster gefunden, das du öffnen musst. Wenn man hier an den Griff zieht, gibt es hier links zum Eingang. Das Fenster zieht sich in die Spalte und kannst hier umhängen. Und dann ist es auch.
Und von hier aus sehen wir schön in den Innenhof des Komplexes. Und ja, alles schön rustikal, schon verwuchert. Sind ja an sich uninteressant für jetzt großartig zu filmen. Hier war einfach nur ein Verwaltungsgebäude. Das heißt, sie hatten ihre ganzen Büroräume, Computer, Unterlagen, Akten etc. und haben halt hier gearbeitet. Hinter der Birke verborgen liegt der alte Förderturm. Hier habt ihr ihn. Und ein paar Teile seht ihr noch mit ein bisschen Fantasie. Und hier das davor liegende Gebäude ist wohl der Maschinenkomplex oder Maschinenraum, in dem die Antriebe für die Seilwinden untergebracht wurden. Oh Leute, überall leere Räume. Jetzt gehen wir zur letzten Etage hoch. Schauen wir uns mal den Dachboden an. Die Räume hier sind zwar alle weitestgehend leer, aber wenn man sich vorstellt, was hier auch in der Geschichte dahinter steckt. Ich meine, das hier war ja, wie soll ich sagen, eine Industrie, die ja, über Gedeih und Verderb von einer Nation entscheiden konnte. Entweder es war Kohle da, du hattest Material für deine Industrie zu befeuern oder nicht. Und wenn man sich manche Dinge anschaut, wie zum Beispiel die alten abgewetzten Treppen, wie viele hunderttausend Schritte da gemacht wurden, das ist schon geil. So sieht das leider sehr oft auf Lost Places aus. Man kümmert sich nicht mehr drum, es wird nicht mehr geheizt etc. Und dann kommt auch mal ganz gerne der Putz von der Wand oder eben von der Decke. Und das kann halt auch echt ultra gefährlich werden. Von daher immer aufpassen. Guck mal, bist aber direkt am Dach, ne? Da sind direkt die Ziegeln. Ja. Dann würde ich sagen, nach den ganzen leeren Räumen, gucken wir, dass wir noch höher kommen. Ja. Ob wir eventuell die Möglichkeit haben, an den Glockenturm zu kommen. Auf geht's! Und hier, das habe ich auch selten gesehen, dass man hier noch so massive Löschleitungen auf Putz montiert hat. Direkt einen C-Schlauch montieren und los geht's. So, Leute, hier sind wir hier unterm Dach. Bullenhitze, weil nicht isoliertes Dach, direkt unter der Ziegel, die Sonne knallt. Ja, ein Haufen Vogelmist. Und uns wurde gesagt, hier gäbe es noch einen alten Schornstein, der droht umzukippen und durch die Decke zu schlagen. Und ich glaube, da hinten steht er. Ja, der steht etwas schräg. Es ist hier warm, oder? Wahnsinn. Oh, hier drin ist es direkt wieder schön frisch. Guck mal hier. Geil. Letztes Aufbäumen für heute. Das Gebäude ist abgegrast und im Hintergrund seht ihr das schöne grüne Gebäude. Das ist eine ehemalige Düngemittelfabrik. Und da versuchen wir jetzt mal ein paar schöne Aufnahmen für euch zu ergattern. Viel Spaß! So Leute, hier haben wir jetzt die alte Düngemittelfabrik. Oh, da hätte ich schon keine Eier für.
So, für heute sind wir fertig hier mit unserer Lost Place Tour hier an dem alten Bergwerk. Und es war mal sehr spannend, mal auch noch mal ein bisschen eine andere Location zu sehen, vor allem im Hinblick hier auf die Nebenräume und die Werkstätten, wo die Mitarbeiter waren und die Duschräume etc. mal zu sehen, wie der Arbeitsalltag quasi von den Mitarbeitern war. Ich hoffe, ihr konntet auch einen guten Einblick hier in die Sache bekommen. Auf Wiedersehen, meine lieben Leute. Wir schaukeln uns jetzt die Eier. Wir schaukeln uns jetzt ganz schön die Eier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, liked das Video, gerne auch einen Kommentar und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und übrigens, wir verlosen jetzt diese super schöne Blume für euch unter unseren 1000 Abonnenten. Unser Sponsor hier hat ganz schön auf die Kacke gehauen. Also hit den Like-Button und gewinnt diese schöne Rose. Danke. So Leute, wir sind hier im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes. Alter, die Beste. Abonniert uns und bekommt einen super schönen Blumenstrauß. Auf Wiedersehen.